Ein Hallo an euch alle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA San Andreas. Ja, beim letzten Mal ist mal wieder so einiges passiert. Zum einen haben wir die Mission Drive-By gemacht und da haben wir zusammen mit Smoke, Sweet und Ryder ein Drive-By veranstaltet im Ballers-Gebiet. Das heißt, wir haben diese Jungs da vorne so ein bisschen geärgert und das hat eigentlich auch Spaß gemacht. Und jetzt wollen sie anscheinend mich ärgern. Nein, bitte nicht jetzt, Leute. Und dann haben wir noch eine weitere Mission bei Sweet gemacht und sie hieß Sweet's Girl. Und naja, da hatte Sweet ein Date. Nur leider war die Mitglied der Seville-Familie und die Grove Street verträgt sich nicht so mit dieser Familie. Und deshalb gab es so eine kleine Schießerei und Sweet war so ein bisschen in Bedrängnis, aber sein Bruder war natürlich zur Stelle und hat ihn gerettet. Und in der heutigen Folge werden wir mal wieder eine Nebenmission machen. Ja, ihr seht es hier schon, dieses gelbe Fahrzeug. Oh, hab ich mich erschrocken. Ja, wir werden heute die Taxi-Mission machen. Hört doch mal auf zu ballern, Kollege, Mensch. So, das werden wir heute machen. Wir werden jetzt Taxifahrer sein. Sucht ihr einen Fahrgast? Ja. In San Andreas ist das so, dass man 50 Fahrgäste von A nach B transportieren muss, damit es halt für die 100%ige Wertung zählt. Fahrziel der LKW-Park. Okay, das hört sich ja spannend an. Ist bestimmt genauso toll wie der Heidepark oder sowas. Bestimmt so ein Freizeitpark, der total Spaß macht und sowas. Ja, natürlich. Ich werde das wieder so machen wie bei den vorherigen GTA-Teilen auch. Ich werde die erste Fahrt hier jetzt zeigen und die letzte. Und die dazwischen, die werde ich beschleunigen, sodass ihr das nicht alles mitbekommen müsst und ertragen müsst, weil das ist ja im Prinzip immer das Gleiche. Und ich werde das zudem mit Musik unterlegen. Und ja, die Belohnungen sind, das sage ich jetzt schon mal, damit ihr das wisst, die Belohnung wird sein, dass alle Taxis mit Nitro ausgestattet sind dann und sie können dann springen. Das heißt, das werden wir am Ende nach der letzten Fahrt dann auch mal zusammen ausprobieren. Aber naja, wir sehen uns bei der letzten Fahrt. Bis dann!
Okay, Leute, da sind wir jetzt bei der letzten Fahrt angelangt. Ja, steig mal ein. Und dann machen wir die nochmal zusammen. Zum Skatepark, okay. Machen wir das noch einmal und dann haben wir die 50 Fahrten auch schon abgeschlossen. Es hat jetzt etwas über eine Stunde gedauert für mich, für euch natürlich deutlich weniger. Und ich musste mich teilweise echt beeilen, weil, naja, ihr habt es vielleicht gesehen, unser gesamter Muskelstand ist komplett auf Null runtergegangen. Das heißt, CJ hat überhaupt keine Muskeln mehr jetzt. Und sobald die Muskeln auf Null sind, verliert man, ja, das verliert man Leben. Und, naja, Taxi-Mission absolviert. Alle Taxis haben Nitro-Boost. Ja, deswegen musste ich mich ein bisschen beeilen, weil ihr seht schon, das Leben ist schon echt gesunken und ich hatte echt Angst, dass ich vielleicht am Hungertod sterben werde und dadurch die Mission fail sein wird und ich dann nicht die 50 am Stück schaffe. Aber zum Glück ist das jetzt nicht so. Und wir haben jetzt Nitro! Yeah! Yeah! Und das ist immer im Taxi drin. Oh mein Gott! Aus dem Weg! Wow! Okay, das ist schon mal geil. Und irgendwie sollen die auch noch springen können. Ich weiß jetzt nur nicht wie. Wir beenden die erstmal. Das ist ja okay. Ich weiß jetzt nur nicht, wie die... Ah, okay. So springen die also. Ja, das gab es ja damals in Vice City auch schon zur Belohnung. Für die 100 Taxifahrten damals wohlgemerkt. Hier nur 50 ist ja... Ja, ist okay. Also ich beschwere mich nicht, dass es nur 50 sind. Jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen hopsen. Aber viel bringt das nicht. Man kann natürlich so ein bisschen... Also in Vice City ist man deutlich höher gesprungen. Da konnte man auch über Häuser und sowas springen. Hier geht das irgendwie gar nicht. Ihr seht schon, man kann vielleicht gerade so über ein Auto springen. Vielleicht würden wir es sogar über die Mauer hier noch schaffen, mit Glück. Aber so wirklich prickelnd ist das nicht, finde ich jetzt. Ah, mit Ach und Krach kommt man da auch über die Mauer. Aber das Geilste ist ja sowieso der Nitro Boost. Der jetzt alle ist. Och man, naja, okay. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. War mir halt ziemlich wichtig, dass wir das am Anfang machen, damit wir das halt einfach abgehakt haben. Ist nicht die spannendste Sache, gehört aber auch zu den 100% dazu. Und Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Und wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sag ich mal ciao, bis zum nächsten Mal. Yeah!